Gentlemen, startet eure Motoren! Spektakuläre Dreher. Als erstes der Audi TT und danach der Ford GT Racing Supercar hat sich gedreht und der TT Audi auch. Mal sehen, wie sie die nächste Kurve schaffen. Sie dürfen noch weiterfahren. Wahrscheinlich haben sie jetzt die Kontrolle verloren, weil ihnen das Feld schon sehr, sehr weit davon gefahren ist. Mal sehen, wie es weitergeht. Der Audi TT ist jetzt das zweite Mal gegen die Leitplanke geprasselt und ich würde sagen, er scheidet aus. Oder was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ob er ausscheidet oder ob er beim nächsten Mal in der nächsten Runde 24 Stunden von Rex City wieder mitfährt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hat direkt gestartet und es gab einen frontalen Unfall in der ersten Kurve, besser gesagt in der zweiten Kurve. Es sind drei Autos ausgefallen, ein Porsche, der in einen den alten Ferrari reingekracht ist und ein Opel, den es auch nochmal mitgenommen hat. Beweise muss man erst mit der Kamera vergleichen, mal sehen, wie es sich am Ende rausstellt. Der Opel Vectra V8 ist auf jeden Fall auch stehen geblieben. Wir hoffen, es gibt nicht nochmal solche Unfälle, aber wer weiß. Verdammte Scheiße, unser Auto!
Thank you.
Der größte Konkurrent von mir ist eben gerade in eine Wand reingefahren, wo man vom Boxenstopp auf die Rennstrecke wieder fahren musste. Ist er eben mega reingekracht. Es gab sogar Kameraaufnahmen davon. Die zeige ich euch jetzt mal.